Ich finde, dass für Deutschland das Schweizer System der direkten Demokratie ideal wäre. Das erzieht nämlich den Bürger dazu, eigene Verantwortung wahrzunehmen und sich selber verantwortlich zu fühlen für das Gesamtwesen, für das Staatswesen. Wir von der DGHS kämpfen seit über 30 Jahren für das Recht des Bürgers auf ein menschenwürdiges Lebensende. Wir wollen, dass sein Recht nicht nur auf dem Papier steht, in Form einer Patientenverfügung, sondern dass dieses Recht auch durchgesetzt werden kann und als selbstverständlich erachtet wird, nicht nur mit Hilfe eines Rechtsanwaltes. Wir wollen, dass der Mensch bestimmen kann, aber dass auch der Arzt ihm dabei helfen darf, seinem eigenen Gewissen folgend und nicht einem Dekret der Bundesärztekammer.